Hallo an alle. Ich will euch mal eine alte Karte zeigen. Heute zufällig drauf gestoßen. Zum Glück haben meine Vorfahren das aufbewahrt. Deutsche Auswanderung nach Russland im 18. und 19. Jahrhundert. Guckt euch die Karte genau an. Russisches Reich. Und wer immer noch glaubt, dass die Ukrainer und Russen verschiedene Völker sind, ihr irrt euch. Lernt erstmal die Geschichte richtig kennen. Ich zeig euch mal, guck mal, Kiew. Es war alles russisches Reich. Leute. Da, Danzig. Mariupol. Was jetzt leider kaum was von der Mariupol geblieben ist. Und die Deutschen, alles was so rot ist, das sind die deutsche Auswanderer damals gewesen. Die haben sich hier besiedelt. Überall. Ja? Da. Belarus. Minsk. Guck mal. Lettland. Riga. Und sogar Polen. Schaut euch das mal genau an. Warschau. Das war alles mal russisches Reich. Jetzt wisst ihr warum. Überall. Hier, hier. Und auch darum hier gekämpft wird, dass die NATO stationiert wird. Ne? Seht euch das ganz genau an. Da war die Grenze mit dem Österreich. Deswegen sind viele über Österreich nach Russland gegangen oder russisches Reich, wie es damals hieß. Guck mal, da ist Deutschland, Leute. Ne? Sehr interessant, oder? Habt ihr bestimmt noch nie gesehen.